herzlich willkommen. Die nächste Runde geht los. Ihr seid an der Seite schon. Unser Druidendeck hat sich ein ganz klein bisschen verändert. Wir haben den Goblin-Auktionator rausgeschmissen und haben stattdessen Kane reingenommen. Kane ist ein 4-5er mit einem Todesröcheln-Effekt, der dann halt eben nochmal Bane herholt. Malfurion gegen Jaina! Ich muss die und sich damit schützen. Natürlich zu einem 4-10er quasi macht, beziehungsweise man kann ihn auch als 8-5er sehen, weil er halt doch mit hoher Wahrscheinlichkeit halt eben seine kompletten 8 Schaden raushauen kann. Klaue ist gut, den brauchen wir am Anfang jetzt noch nicht. Und wir kriegen dafür noch schlechtere Karten. Gut, müssen wir damit auskommen? Schauen wir mal, was uns bringt. Crossfire 599. Wir können nicht spielen. Na gut, wir könnten mit Coin. Wir spielen vier Sachen. Der sollte jetzt eigentlich dann schon schöne 6 Schaden raushauen können, mindestens. Sie spielt einen Antigonim. Ist natürlich blöd, weil ja, nehmen wir eben beide weg. Aber mit einem ziemlich hohen Preis. Das war gut gespielt. Ja, das war überhaupt nicht gut gespielt. Ich habe drei. Wie viele Karten habe ich jetzt da? Ich habe 3 Fähigkeiten oder 3 Sachen genutzt, nur um eine Karte wegzukriegen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Na gut, ja, Money Berserker. Gut, der kommt natürlich auch weg. Möglichkeit 1 mit ihm. Allerdings ist der natürlich schön noch. Es geht weiter auf den los. Wir kommen in Runde 5. Feuerschlag und kommt noch was? Nichts. Gut, dann machen wir hier weiter mit unserem Spiel. Sollen wir unser Deck mal ein bisschen schützen oder sollen wir einfach hier weiter im Low-Level-Bereich machen? Wir spielen weiter im Low. Das war's. Sie hat noch Schieb. Höchst wahrscheinlich auf der Hand. Deswegen spielen wir hier weiter langsam runter. Wir spielen jetzt langsam in die Höhe und Verzögerungen. Die großen Sachen lassen wir mal noch weg. Wenn er geschiebt ist, hat er natürlich auch nicht mehr seinen Todesrücken-Effekt. Deswegen machen wir da gar nichts. Da ist jetzt der Feuerball weg. Sehr schön. Danke. Und mit 1 auf dem Klo. Wir können weiter locker runter spielen, weil sie hat im Moment gerade gar nichts an. Ihr Leben droppt immer weiter runter. Es steht 29 zu 12. Und wir sind in Runde 8.
Wir dürsten nach Rache. Spielt keinen dagegen. Talanus nehmen wir natürlich ein bisschen weg. Wir haben hier auch noch einen Sixer. Also, er kommt schon mal weg. Der ist eklig. Mag ich nicht. Hiermit können wir eine Karte ziehen. Nutzen wir. Und hiermit können wir dann nochmal ihn ein bisschen buffen, damit er nicht gleich durch einen Feuerball weggenommen wird. Sollen wir das? Ein Vierer haben wir irgendwie nicht. Dann spielen wir einen von unten anderen. So. Und die beide nehme ich jetzt wieder ein bisschen weiter oben. Mein Schild für Argus! So. Da kommt Borki. Sehr schön. Die werden wir traden müssen. Krieg ich ihn noch irgendwie weg? Hab ich hier noch irgendwas? Nein, aber dann übernimmt es Borki. Gut, kein Schieb. Kommt ein Schieb? Ich habe keine Ahnung. Ein Mana-Wurm. Da kommt Schieb. Lass dich im Herzen sprechen. Gut. Ah, er will Karten ziehen. Gut, wir sind in Runde 10. Dann spielen wir jetzt zum einen unseren guten Kane. Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Ich will ihn noch wegkriegen. Der macht mir Sorgen. Spielen wir... Oder wir könnten ihn auch einfach nur zum Schweigen bringen. Dann ist es ein 1-3er. Ja. Ich frage. Eure Magie wird euch nicht treffen. So. Na, er wird jetzt natürlich das Schieb nehmen, um sich noch eine Karte zu geben. Hätte ich denken müssen. Ah, gegen Kane. Schade. Gut, wir brauchen... Haben wir. Wo soll ich zuschlagen? Gut gespielt. Gut gespielt. Ah, Crossfire 5x9 ist weg. Wäre der Druide jetzt aber wahrscheinlich nicht gekommen, hätten wir es nicht geschafft. Der hat schön gespielt. Nichtsdestotrotz, wir haben unseren Sieg eingefahren. Wenn ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge, was man an dem Deck noch ändern kann, habt, dann schreibt mir diese bitte. Es ist ein... Ja, trotzdem noch ein Einsteiger-Deck. Man kann gerade die zwei Legendaries kann man natürlich noch ersetzen durch andere. Aber ich doch hoffe, es ist für euch trotzdem ein bisschen eine kleine Anregung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!